Shalom Aleichem, es ist unglaublich. Hier liegt die Tzadika Hanna, die Frau von Samson Raphael Hirsch. Und guck mal, was steht geschrieben, genau heute, wo ich bin gekommen. Gimel Iyar, am 3. Iyar. Und sie wurde beerdigt am Sonntag. Unglaublich. Also, es ist nicht zu beschreiben, ihre große Tzadikut, Bescheidenheit, Chassidut. Ihre Eingenehme, ihre Talent, ihre Reden, wie sie hat ihr Haus geführt, ihre Kinder und ihre Töchter in dem Weg von Furcht und Emuna, ihre Weg im Himmel, Bakodesh, war ein Wunder, um berühmt zu zeigen, ihre Frauen, die Generation in Israel. Nur noch mit Priyodör, wie Aluba Shor Maaseo, also gibt ihr ein Lied. Prächtig ist ihre Wörter. Gottes Kerzen ist ihre Neshoma, hat beleuchtet ihr ganzes Leben. Sie war eine Mutter und Hebamme, nicht nur für ihre biologischen Kinder. Viele Menschen zurückgebracht von schlechten Weg, weil ihre Wörter waren klug, also dass die Leute sollen nicht sündigen. Ihre Hand hat sie geöffnet zu den Armen und Gutes ihre Gedanken und den Mut von ihrer Furcht und ihre Gürtel hat beleuchtet ihre Licht. Hat überall geleuchtet an alle Kinder, Schleichim, Veribem, Leanik, Bidrochel, also Enkelkinder und Urenkelkinder. Unglaublich, dass ich bin da heute, am 3. Jahr, und ich bete an ihre Grab von Hanna. Sie war 6 Jahre älter als ihr Mann, Samson Raphael Hirsch, der liegt neben ihr. Aber heute, wir sind bei ihr. Beim Gelegenheit werden wir auch über sie, Blineder, ohne zu versprechen, eine Shiur machen. Für diese besondere Hanna Hirsch, die Tochter von Mordechai Idel Segal, ein Levi.